Hallo, ich bin Katja und das neben mir ist Vanessa. Ich stelle euch jetzt das Sommertheater vor und Vanessa folgt dann mit dem neuen Krug. Hier hinter mir steht eines der letzten erhaltenen Sommertheater in ganz Deutschland. Es wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Zu dieser Zeit fanden die Theaterspiele noch draußen im Zelt statt. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden hier Stücke namhafter Autoren sowie Goethe und Schiller aufgeführt. 1925 kam es dann durch die neuen Besitzer zu einer Saalerweiterung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Sommertheater von den Briten für die Truppenbetreuung in Beschlag genommen und 1952 erst wieder freigegeben. 3 Jahre später, 1955, bekam das Sommertheater einen jugendlichen Touch durch den Bau eines Kinos. Dieses Kino wurde dann 14 Jahre später von der Disco Riverside ersetzt. Am 29.01.1966 wurde das Sommertheater in die Denkmalliste eingetragen. Im Jahre 2000 wurde das Sommertheater dann von der Stadt Detmold aufgekauft und von Grund auf restauriert. 2003 wurde es dann feierlich wieder eröffnet. Und jetzt geht es weiter mit Vanessa und dem neuen Krug. Hallo, mein Name ist Vanessa und das hinter mir ist der neue Krug. Zwischen 1709 und 1710 schenkte Graf Friedrich Adolf seiner Gattin dieses Grundstück. Er nahm sich vor, darauf einen Krug zu erbauen, was dann auch geschah. Noch im selben Jahr wurde der Krug zu einem Branntweinhaus umgebaut. Das Branntweinhaus zog so viele Gäste an, dass er 1719 ein Lusthaus hinzufügte. Von 1852 bis 1880 stand das Gebäude leer. Danach hat der neue Besitzer einige Änderungen vorgenommen. Daher kommt auch der Name Neuer Krug. Damals konnte ein Gast seine Speisen und Getränke nicht zahlen, somit zahlte er mit seinen Ölgemäldern, welche er selbst anfertigte. Diese hängen immer noch im Gebäude drin, kann man sich ansehen, sind denkmalgeschützt seit 2003.